Hallo, ich dachte, ich gehe heute wieder live, nachdem ich das letzte Wochenende ja nicht gestreamt habe. Und dieses Wochenende hatte ich mal wieder Lust und auch ein bisschen mehr Zeit. Nun, da sind wir also wieder in der WoW hier im Nordend und merkwürdigerweise wieder zurück in Kaltara. Eigentlich questen wir ganz woanders. Okay, da hat schon mal ein Alert wieder funktioniert. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, Martin. Wir sind eigentlich in der Drachenöde. Ihr seht, hier haben wir ganz, ganz viele Fragezeichen und Quests abzugeben. Es ist so, dass ich ein bisschen mal was nachgeholt habe. Nein, es ist immer noch der Lua-Fehler da und das Interface ist auch noch da. Also das habe ich leider noch nicht geschafft, wieder anzugehen. Aber ich habe mich um alte Quests in Burning Crusade gekümmert, die noch offen waren und muss gestehen, da ist noch einiges, was ich nicht gemacht hatte. Wir hätten also gar nicht nach Nordend gedurft, so schnell, wie ich da abgehauen bin. Aber die Sachen, die ich damals halt nicht gefunden habe oder wo ich dachte, die sind verbuggt, die kann ich nicht machen, die kriege ich gerade so nach und nach alle hin und weiß auch, wo die Fehler waren. Da waren halt Quests noch nicht gefunden, die eine Kettenreaktion ausgelöst haben, weswegen andere Quests jetzt gehen oder überhaupt neue aufgeploppt sind und. Das heißt, die Erfolge von Burning Crusade, die hole ich mir gerade nach und nach. Außerdem sammle ich weiter für Kräuterkunde, also für die Berufe und so weiter. Dann habe ich auch hier entdeckt, dass es auch hier noch was zu erledigen gibt. Deswegen sind wir überhaupt hier. Weil ich mir dachte, okay, was in Burning Crusade nicht so gut gelaufen ist, das soll sich in Nordend nicht wiederholen. Und habe mir zusätzlich, ja, ihr seht es hier, so ein Fenster. Ich habe ein neues Add-on runtergeladen und das ist jetzt dieses Fenster hier. Das nennt sich All the Things. Ist ziemlich, ziemlich cool. Ich ärgere mich, dass ich das nicht vorher schon hatte, aber ich muss auch erstmal lernen, da reinzuwachsen in diese Geschichte. Dieses Add-on zeigt einen nämlich alle Quests an, alle Haustiere, alle Gegenstände, alles, was man in einer Zone noch nicht gefunden hat. Und zusätzlich halt auch mit Koordinaten und wo man halt noch was offen hat. Und ja, wenn man kann jetzt hier so drauf gehen, zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Erfolg noch machen möchte, ne, dann steht da auch irgendwie nicht gesammelt und was fehlt. Das steht jetzt bei Garrosh Landeplatz, das ist noch grau und die anderen habe ich und so weiter. Also es ist ziemlich, ziemlich cool. Auch überall übersetzt, teilweise auf Deutsch, manches auch noch auf Englisch. Zum Beispiel hier ist es auf Englisch, da steht jetzt, was die boreanische Tundra überhaupt ist, in der wir uns befinden. Also ein paar Hintergrundinformationen bekommt man auch, aber auch genauso auf Deutsch zum Beispiel, ja, was es ist, wo es ist, zum Beispiel halt aus dem Bereich Nordend, boreanische Tundra, Kampfhaustiere, da ist das Nexus-Welpling und da habe ich 0 von 3 gesammelt, also weiß ich alles klar, da muss ich, wenn ich zum Beispiel alle Haustiere gesammelt haben möchte, kann ich da noch hin und das finde ich sehr, sehr cool und sehr übersichtlich, weil man ja sonst als WoW-Spielerin dazu neigt, eher eine Tabelle aufzurufen oder alles einzeln sich raussuchen muss. Und dieses Add-on ist super, super hilfreich. Gerade dafür, dass ich dieses Let's Play gestartet habe mit den Questen. Und ja, durch diese ganzen vielen, vielen Quests verliert man ja manchmal doch den Überblick oder denkt, man hat alles abgegraben. Ich muss also nicht mehr in Zukunft alles abfliegen, gucken, ob noch irgendwo ein Quest ist, sondern ich habe hier dieses kleine, schnuckelige Add-on. Das finde ich sehr, sehr cool. Dadurch ist mir halt aufgefallen, dass wir hier noch etwas nicht erledigt haben. Wir sind nämlich hier, ich kann ja mal hier auch raufgehen auf unsere Karte. Hier sehen wir immer oben die Kapitel, die man erledigt hat. Und die Boreanische Tundra hat noch 6 von 8. Das heißt, uns fehlen noch 2. Und man sieht auf der rechten Seite auch der blaue Drachenschwarm. Und Teilnehmerbeobachtung ist nicht beendet worden. Dadurch bekommen wir natürlich dann auch nicht den Zonenerfolg, den wir haben möchten. Und dementsprechend habe ich hier noch ein kleines Item. Obwohl da steht, dass ich damit Gefangene befreien kann, hole ich dadurch erstmal hier die Kerestraja herbei. Und diesen Quest, den nehmen wir jetzt erstmal an. Oh, wo bin ich? So, da ist sie. Ich bin frei. Ich war dazu bestimmt, für immer in einem leeren Abgrund umherzustreifen. Nun bin ich errettet. Ihr könnt nicht nachvollziehen, wie dankbar ich euch bin, Sterbliche. Als ich mich weigerte, mich Malugos Willen zu unterwerfen, hat er dies zu meinem Gefängnis gemacht. Es zerschmettert und die Stücke verstreut. Würde ich auch 100 eurer Lebenszeiten leben vergessen, werde ich eure Gefälligkeit nicht. Vielleicht werde ich mit der Zeit Wege finden, mich vor euren Gefallen erkenntlich zu zeigen. Fürs Erste müssen wir unsere Aufmerksamkeit jedoch auf Malugos richten. Ich bin schwach und es gibt viel zu erledigen. Ich brauche eure Hilfe.
Wir können nicht warten, bis ich wieder zu Kräften komme. In Bezug auf unsere Vorbereitung muss ich mich auf euch verlassen. Während meiner Gefangenschaft konnte ich viel über Malogos lernen. Das Schicksal erlaubt es nun, dieses Wissen gegen ihn einzusetzen. Es gibt einen großen blauen Drachen, der über dem Nexus seine Kreise dreht. Saragosa, sie dient zugleich als Wächterin des Aspekts und als seine Gefährtin. Falls irgendwelche ernsthaften Bedrohungen auftreten, alarmiert sie ihren Meister bezüglich der Gefahr. Ich habe während meiner Gefangenschaft schwer unter Saragosa leiden müssen. Jetzt ist es an der Zeit, für sie zu sterben. Doch erst einmal brauchen wir den perfekten Köder. So, und damit haben wir dann den Quest angenommen, der uns vorher fehlte. Nebenbei farme ich sehr, sehr viel Ruf, auch sehr viel in Burning Crusade. Noch dadurch, dass ich jetzt vieles da erledige und nochmal in die Instanzen gehe und. Ja, ich finde es sehr cool, wie gesagt, dass wir jetzt das machen. Aber das bedeutet natürlich, dass ich dann im Verlauf dessen, wenn wir das hier erledigt haben, halt natürlich wieder zurückgehe in die andere Richtung, wo jetzt ganz viele Quests noch offen sind. Die wollen wir natürlich trotzdem machen, ne? So, jetzt müssen wir zurück und jetzt kommt natürlich auch spannenderweise die Frage, ob wir jetzt die Quests haben, die uns halt in die Instanzen doch noch führen oder nicht. Und ob wir die dann halt direkt mit erledigen, da ich halt nicht weiß, wann oder wo, wie hier die Quests auftauchen. Vielleicht führt uns, wie gesagt, noch ein Quest rein. Wenn nicht, sollten wir vielleicht einfach doch einfach mal die Instanz ablaufen oder nicht. Ja, das ist schwierig. Das kristallisiertes Mana. So, 1 von 10. Ich habe halt keine Ahnung, ob uns wirklich da noch was hinführt oder nicht, weil ja, es ist jetzt doch ein ganz anderer Bereich, der sehr weit weg ist, wo wir jetzt gerade sind und in alle Bereiche wieder zurückfliegen. Ich weiß es nicht. Ich habe dieses Addon nie gespielt, daher kann ich das schwer sagen, ob da doch noch was kommt, dass wir in die Instanzen reingehen. Aber im Moment, ja, sehe ich da nichts. Außerdem habe ich mit Felix auch noch ein Reittier mir geholt, ein neues. Aber das habe ich jetzt hier tatsächlich gerade nicht drin. Aber was ich hier drin habe, ist zum Beispiel, ich habe jetzt das beruhigte Seepferdchen, richtig, richtig süß. Ich wollte es unbedingt haben und Felix hat mir das geschenkt. Das ist richtig toll. Das geht aber nur in Gewässer. Da kann ich euch das dann zeigen. Dann habe ich noch in einer anderen Instanz zufällig auch noch ein anderes Reittier bekommen, das auch immer sehr beliebt ist. Das ist aber so ein Zufallsding. Das droppt halt oder es droppt nicht. Das finde ich aber cool, dass ich das bekommen habe. Und das, was ich mit ihm zusammengeholt habe, da habe ich tatsächlich mal WoW Classic gespielt und habe jetzt diesen Todesritter, diese Todesrittergeschichte da. Das habe ich mit dem auch gemacht. Nur um das Reittier zu bekommen, habe ich Classic gespielt. Das war komisch, weil Classic habe ich noch nie gespielt. Und das ist ja eigentlich so für viele die Erinnerung. Ich zeige es euch sofort. Das ist total lustig. Das ist nämlich hier die Gleitscheibe des Kartellmeisters. Und die habe ich zufällig bekommen. Das ist dann halt einfach so, nee. Ich finde das total witzig, das Reittier. Deswegen meine ich, es ist nicht so ein richtiges Reittier. Aber nee, man kann damit halt einfach so durch die Gegend sliden. Oh, das ist so Legolas-Style irgendwie. Ich finde es einfach mega cool. Wo ist sie denn? Also ich meine, ich kann sie jetzt nicht mehr rufen. Wie gemein ist das denn? Wie kann ich jetzt den Quest wieder abgeben? Oder steht die jetzt woanders? Ach so, ich soll mit dem sprechen. Hier. Seid vorsichtig, verstanden? Ja. Und jetzt habe ich das wieder? Oder wie? Hat er mir jetzt was gegeben? Ich soll ja mit ihm dann sprechen. Ah, hier. Ah, da ist es. Okay, alles klar. Oh, ist das verwirrend. So, habt ihr die Mana-Splitter gesammelt? Ich benötige ja hier. Bitteschön. So, weiter geht's. Durch Verwendung der Mana-Kristalle, die ihr uns gebracht habt, habe ich diesen Arkan-Fokus hergestellt. Saragosa ist ein Vielfraß. Sie wird seinen Verlockungen nicht widerstehen können. In seinem Inneren liegt Magie verborgen, die ihre Macht erheblich verringern wird. Lasst uns hoffen, dass sie meine List nicht erkennt. Macht euch bereit, Alexis, und sprecht wieder mit mir, sobald ihr bereit seid, euch Saragosa zu stellen.
Auf jeden Fall, weil wir wollen ja den Bums hier endlich mal erledigt haben. Ja, hier, Würmruhpakt hat sich um 325 verbessert. Auch das ist irgendwie so ein Ziel, ein übergeordnetes Ziel, das ich irgendwann auch erledigt haben möchte, dass ich es schaffe, den Ruf überall immer auf ehrfürchtig zu bekommen. Aber das ist halt nur so semi-wichtig gerade, außer man möchte halt bestimmte Ausrüstung oder sowas haben, dann kann man sich die halt bei bestimmten Händlern nur kaufen, wenn der Ruf auch hoch genug ist. Und dafür muss ich halt einige blaue Quests wahrscheinlich in Zukunft immer wiederholen. So, dann hol mal her. Sehet. Irgendwas. Oh. Saragosa. Hi, Moini. Oh, die ist geschrumpft. Aber wie cool ist das denn? Guck mal, wie klein wir sind. Oh, oh. Das war's, ne? Da ist der Leichnam. Oh, das war Saragosa. Aber das sah cool aus. Es ging nur so schnell, dass ich noch nicht mal einen Screenshot machen konnte. Naja, ach so, guck mal. Hier haben wir übrigens auch noch den nektargesättigten Würmling, Dings. Den gibt's, wenn man so ein 6-Monate-Abo hat. Ich weiß gar nicht, ob ich den euch mal gezeigt habe schon. Wollte ich auch mal machen. Ja, so ein cooles Reittier auch. Ich finde, er sieht ganz schick aus. Man sieht dann halt natürlich, dass die Grafik hier viel besser ist als bei den alten Tieren, bei den alten Mounts. Aber ja, deswegen, ich werde mal in Zukunft auch mal ein paar andere Reittiere, glaube ich, benutzen. Ich finde es so doof, dass man halt bei dem Rhyloras, dass man bei dem halt immer irgendwie das anklicken muss, um die andere da zu holen, so ein Schmu, anstatt dass sie da jetzt einfach stehen bleibt. Das ist immer so, huch, was mache ich denn hier plötzlich? Ah, oh, jetzt bin ich wieder weg. Ah, jetzt bin ich wieder da. Ja, okay, ich habe das Item doch noch. So, hier. Hier. Saragosa darf nicht am Leben bleiben. Diese Welt ist ein besserer Ort, nun da Saragosa nicht mehr existiert. Doch unsere Arbeit ist noch nicht beendet. Die Zeit ist reif, Malogos selbst anzugreifen. Oha. Und immer wenn ich eine neue Vorlage bekomme, auch das ist jetzt noch mit dem Edamon, kommt diese tolle Musik oder auch andere Musik. Also zwei verschiedene Melodien kommen dann. Und dann weiß ich auch immer von der Melodie her, hey, ich habe eine neue Vorlage. So, und das war das hier. Die Hosen. Ich habe die Hosen an. Richtig cool. Die Kettengamaschen. Malygos ist mit Sicherheit, nee, sich mit sich. Mit sich beschäftigt. Malygos ist sich mit Sicherheit dessen bewusst, dass etwas nicht stimmt. Ich kenne ihn. Seine Aufmerksamkeit ist auf mehrere Ziele gerichtet. Ich bin zuversichtlich, dass ich ihn aus der Sicherheit seines Reiches locken kann, wenn er davon erfährt, was mit seiner teuren Saragosa geschehen ist. Bringt mich umgehend zu Rhyloras, Alexis. Er muss jede seiner Drachen dazu bewegen, sich Malygos zu stellen. Ja, hier. Da ist er. Da müssen wir nicht weit. Bitte. Habt ihr Neuigkeiten für mich, Alexis? Mir ist die Nachricht über Karel. Trashasch. Rettung zu Ohren gekommen. Gepriesen seien eure Taten. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit ihr zu sprechen. Die steht doch hier. Hier, da, guck. Hier, guck, freut euch. Oh, Rhyloras, es tut gut, mit euch wiederzusehen. Komm, wir lassen die mal erstmal ein bisschen sappeln. Trashasch, ich wünschte, die Umstände würden eine angemessenere Begrüßung erlauben. Das Schicksal war gnädig, euch zu uns zu bringen. Zurückbringen. Offenbar war uns das Schicksal mal als Holt Malygos wurde ein schwerer Schlag versetzt. Wenn er davon erfährt, wird er die Sicherheit des Nexus gewiss verlassen. Malygos auf offenem Feld, auf eine solche Gelegenheit hätte ich nicht einmal zu hoffen gewagt. Ich werde unsere Brüder sofort versammeln. Bereitet sie gut vor, Rhyloras. Malygos Macht ist mit nichts, was Sie je gesehen haben, vergleichbar. Wir werden seine Pläne mit dieser Ablenkung vermutlich nur hinauszögern. Natürlich, my lady. Bis zu unserem nächsten Treffen. Leb wohl, Rhyloras. Tschüss. Das. Was? Hat sich jetzt entschieden. Bleibt sie hier. Guck mal, Hamlet. Wieder in die Kamera guckt. Ach, was soll's, denkt er sich. So, okay, cool. Guck mal, jetzt haben wir noch eine neue Quest. Plötzlich. Dass sich mit diese Möglichkeit bietet, habe ich größtenteils euren Bemühen zu verdanken, Alexis. Daher wäre es nur passend, wenn ihr den Angriff auf Malygos einleiten würdet. Nehmt diesen Funken und entzündet damit das Signalfeuer nordwestlich des Nexus. Kerestraser wird sich von dort an eurer Seite annehmen. Tralala. Nee, wir haben uns noch nicht mit der getroffen. Das machen wir dann jetzt mal. Los geht's. Oh, andere Richtung. Hier.
Also hier ist auf jeden Fall der Kreisel. Kann ich, weiß halt nicht. Ach, das geht von hier auf den Boden, doch. Ah, ich werfe das selber. Ich dachte, es gibt einen festen Platz und da muss ich es dann anzünden. Ja, cool, dann habe ich den jetzt hier angelockt. Der kommt. Der kommt. Der Drache kommt. Okay. Da ist Kerestrasa. Bleibt in meiner Nähe, Alexis. Ich könnte es nicht ertragen, sollte ich etwas zuschauen. Es ist halt so cool, dass die sich alle natürlich in Drachen verwandeln können. Malygos! Wo ist er? Da drinne? Oder was? Was ist denn los jetzt? Kommt her, der Magie, und holt euch eure Gefährtin. Malygos. Oder das, was von ihr übrig ist. Ah, dich hier. Storylastig, was? Heute. Ja. Was geht? Kommt, Alexis, sehen wir uns die Früchte unserer Arbeit an. Was hast du denn da drinnen gemacht? Oh. Oh. Wir dürfen Drachen fliegen. Ich habe damit gerade nichts zu tun. Malogos ist angelockt. Mhm. Tschüss, anderer Drache. Ah, genießen wir mal den Flug. Kleine Drachenflugstunde hier heute. Ja, kann ich auch einen Schluck Tee trinken, ne? Muss ich hier was machen? Ich krieg's nicht mit, weil mein Interface nicht an ist, oder? Da ist er doch. Mein Gemahl. Guck mal, da wird angegriffen. Angriff. Okay. Die machen ihn richtig fertig jetzt. Krass. Und wir? Nicht? Was ist mit euch geschehen? Fragt Malogos. Wir machen jetzt hier eine Runde anscheinend. Wir machen jetzt hier so eine Flugrunde. Ich lasse mal kurz das Interface an, obwohl es ohne schöner aussieht. Aber die reden ja hier irgendwie scheinbar mal manchmal kurz. Noch was? Er sieht schon cool aus, ne? Okay, die haben nicht mehr geredet. Dann nicht. Dann nicht. So. Vielen Dank für den Flug. Das war ja sehr entspannt. Wat nu? Beeilt euch, Alexis. Flieht. Ihr müsst überleben, um zu beenden, was wir hier... Niemals! Malygos. Oh nein, er kommt. Kerestrasa, ihr habt meine Gefährtin besiegt und nun sollt ihr ihren Platz einnehmen. Ja. So ist das. Gehen wir hier weg oder was ist jetzt hier? Verfolgt er uns? Das ist ein bisschen gruselig. Huch. Sich in Luft aufgelöst. So, da sind wir wieder. Die Falle zuschnappen lassen. Wir haben Malygos einen Schlag verpasst, mussten es jedoch teuer bezahlen. Und da ist er. Der Ruf, der blaue Drachenschwarm. Das ist doch mal cool. Ja, das war's. Das war das. Das war das. Und wenn wir jetzt halt schauen, haben wir immer noch 7 von 8 Kapiteln. Das heißt, der blaue Drachenschwarm ist zwar erledigt, dafür haben wir einen Erfolg bekommen, aber es fehlt noch Teilnehmerbeobachtung. Und da weiß ich jetzt halt auch nicht, ob das hier ist, weil ich glaube, dass dieser Quest, der gehört, glaube ich, schon in die andere Gegend oder so. Ja, also Teilnehmerbonus. Es gibt Quests, deren Abschluss Voraussetzung ist, um dies zu erhalten. Deftiger Ork-Eintopf, boreanische Tundra. Ach, guck. Siehst du, sowas hilft mir. Und da müssen wir dann jetzt hin. Also, das ist
dieser Quest hier sieht aus, als ob er in die andere Zone gehört, gehört aber noch in unsere. Und da hat mir dann mein Addon jetzt direkt geholfen. Tada! Und das finde ich total cool. Ach, guck mal. Ich glaube, hier unten, ihr erinnert euch vielleicht an die Nachtelfen-Fake-Geschichte. So, irgendwo hier muss es einen Quest noch geben. Hier, da ist er schon. Den brauchen wir noch. Das ist ein goldener. Was sollen wir denn machen? Hackebeil Bumgul hat euch damit beauftragt, 7 Einheiten saftigen Oktatran zu beschaffen. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich den damals gesehen habe und noch nicht annehmen konnte und gesagt habe, ich mache den noch offline oder ob ich den wirklich einfach nicht gesehen habe. Ich erinnere mich jetzt gerade nicht dran. Ich guck mal, ob ich die... Wenn ich die jetzt hier töte... Ja, okay. Oh, wie traurig. Die armen Orcas. Oh, ich will keine Wale töten. Zu weit entfernt. Vielleicht wollte ich den ja deswegen nicht machen, den Quest. Scheiße. Na gut. Ich muss näher heran. Aber ich bin außer wir sind im Wasser. Dann kann ich euch das andere Reittier zeigen. Das finde ich gut. So, 3 von 7. Schauen wir mal. Oh, und diese traurigen Orca-Geräusche. Jetzt liegen die Leichen hier. Gar nicht schön. Aber guck mal hier. Das Seepferdchen. Oh, das Reittier. Ich finde das so schnuffelig. Es ist so Meerjungfrauen-Style. Das finde ich richtig toll. Mit so einem Seepferdchen rumschwimmen. So, 5 von 7. Luff, 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 luff. Okay, sie hopst zwar extrem hin und her, aber eigentlich ist es ganz cool. Ist man da eigentlich schneller mit? Schwimmgeschwindigkeit erhöht. Ja, das finde ich nämlich sehr cool, weil ich finde, das Schwimmen dauert immer so super lange. Mit dem Seepferdchen ist man doch unten auch viel schneller unterwegs. Na? Richtig cool hier. Danke an Felix. Der hat mir das nämlich gekauft. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch hätte über eine Quest bekommen können oder so, aber so ging es schneller. So. Ja, wunderbar. Okay, das war's. Haben wir es dann hier. Jawohl. So, und damit haben wir es. So, jetzt seht ihr das. Rauf und runter in der Tundra haben wir bekommen. Das war die Boreanische Tundra. Jetzt sind wir wirklich durch hier. Und das wollte ich mit euch zusammen erledigt haben. Und so mache ich das halt gerade in Burning Crusade auch. Was mich ein bisschen ärgert, weil gerade beim Schwarzen Tempel, wenn es da um Akama und Illidan und so geht, finde ich das sehr ärgerlich. Wenn ich da wäre ich ja damals sehr gerne drauf eingegangen, wenn ich da auch über die Geschichte und so geredet habe. Und jetzt habe ich das alles gar nicht aufgenommen und jetzt konnte ich euch das gar nicht zeigen. Richtig doof. Ja, jetzt ist die Frage, am besten von links nach rechts gehen wir nochmal hier durch und arbeiten uns bis in den Osten hier vor. Wir haben ja auch einiges hier abzugeben. Das ist immer gut, dann ist der Questlog auch nicht so voll. Aber erstmal müssen wir die Informationen über den Leylinienfokus beschaffen. Was mit dem? Guck mal. Du. Oder du. Also spätestens jetzt müsste ich es eigentlich haben. Und kontrolliert einen Leylinienfokus. Mega. Hat sogar geklappt, meine Theorie. So. Abgescannt. Also, es war einer von denen, die das hier bei sich hatten. Und dann können wir nämlich hier auch das abgeben. Und es kann natürlich auch sein, dass dadurch auch nämlich wieder Quests auftauchen, die wir hier gar nicht dann erledigt haben. Ehre dem König, Freund. So, Abbild der Erzmagierin Modere. So, sie erfüllen mit Hilfe des Fokus ihre Truppen mit Macht. Das ergibt keinen Sinn. So mächtig sind die Magierjäger nicht. Das muss also bedeuten, dass sie die Magie ausschließlich dort verwenden, wo auch immer sie die jeweilige Leylinie hinleiten. Wir werden mehr Informationen benötigen, wenn sie... ja, genau. Oh, und ich habe wieder eine Vorlage bekommen. Oh, ich muss mich daran gewöhnen, dass jetzt immer Musik die ganze Zeit überall kommt. Ja. Handschützer und so. Aber die sehen gut aus. Die sind so ein bisschen braun-grün. Das
passt optisch gut. Ich bin mir sicher, dass ihr den nächsten Leylinienfokus irgendwo in den Überresten von Indule im Südosten finden werdet. Das Problem ist nur, dass wir überhaupt keine Meldung darüber erhalten haben, ob es dort einen gibt oder nicht. Wenn ihr das Dorf bitte nach irgendwelchen Hinweisen über den Fokus oder die Magierjäger und ihren Kommandanten in der Gegend durchsuchen würdet, wäre ich dankbar. Vergesst nicht, auch im See nachzusuchen, wenn es sein muss. Also, was habe ich gesagt? Neue Quests, die dadurch überhaupt auftauchen. Also jetzt dürfen wir dieses Indule absuchen. Ah, und da ist jetzt auch das Wasser überhaupt aufgetaucht. Und hier ist ein Fischer, aber der ist nicht nett und wohlgesonnen. Ich würde sagen, wir holen wieder unser Seepferdchen raus. Es geht schneller. An dieser Stelle findet ihr die Leiche des Kommandanten der Magierjäger. Nach seinem Aussehen und dem letzten Zustand der Truppen herum zu... Oh, ich bin ein bisschen nah dran irgendwie. So, jetzt haben wir es. Nach seinem Aussehen und dem Zustand der Truppen, um ihn herum zu urteilen, scheinen sie nicht ertrunken zu sein. Vielmehr erweckt die Szene den Eindruck, als hätten sie den Angriff der Elementare aus den Rissen im Seebett nicht erwartet. Dem Anschein nach waren die Magierjäger für ihr eigenes Ableben verantwortlich. In seinen Roben findet ihr zwei Dinge von Interesse. Zum einen handelt es sich um einen Talisman, der eindeutig zur Steuerung eines Fokus dient. Zum anderen um eine Sammlung mehrerer Befehle, die von jemandem namens Sidragos ausgestellt wurden und letztendlich für den Anführer in den Mondruhgärten gedacht waren. Laut Anordnung auf dem nassen Pergament soll Goramosch all seine Magierjägertruppen nach Osten zum Azur-Drachenschrein beordern. Vielleicht solltet ihr so viel wie möglich von dem Fokus erfahren und dann nach Osten gehen, um den Drachenschrein von der westlichen Seite her beobachten zu können. Machen wir. Ja, achso, warte. Jetzt habe ich noch den ausgewählt, der hier hin soll. Genau, weil es switcht ja immer hier so komisch. Und muss ich jetzt wieder... welche sammeln oder nicht? Weil ich denke mal, ich habe... habe ich das hier bei mir? Doch. Habe ich bei mir, okay. So, das habe ich gemacht. Und dann können wir jetzt raus. Genau. Kirin Torruf hat sich auch um 325 verbessert. Nice. So, da ist die Endstation. Reicht mir jetzt auch langsam mit diesem Leylinienkram. Beobachtung am Azur-Drachenschrein gemacht. Auch das tun wir. So. Habe ich mir angeguckt. Hier ist richtig magiermäßig was los. Alles klar. Weißt du Bescheid. Und da ist der Kopf der... Ah, ich gehe jetzt erstmal zurück. Hm. Gehen wir das erstmal zurück. Seid gegrüßt. Grüße. Seid gegrüßt. Endstation. Was? Ein Augenblick lang verzerrt sich das Abbild vor euch, während die Erzmagierin versucht, ihre Fassung wiederzugewinnen. Aber natürlich, wir hätten eigentlich wissen müssen, dass sie das die ganze Zeit überforderten. Schnell, wir haben keine Zeit zu verlieren. Würmro muss gewarnt werden. Tada! Erfolg. Alexis, ihr müsst so schnell wie ihr könnt zum Würmro-Tempel reisen und den Bediensteten Tarier... Och, was haben die denn immer so Namen? Tariolstrasch. Diesen Brief überreichen. Der Tempel liegt im Zentrum der Drachenöde. Folgt der Straße in östliche Richtung bis zu ihrem Ende und durchquert die Drachen-Eiswüste, um dorthin zu gelangen. Wenn der Bedienstete euer Vorstellungsschreiben erst einmal gesehen hat, wird er euch sicherlich eine Audienz beim Königin Alexstrasa beschaffen, denke ich. Wir können nur darauf hoffen, dass es nicht schon zu spät ist. Ich danke euch für all das, was ihr für uns getan habt. Gute Reise. Na dann, ciao. Dann eine Audienz erhalten. Und jetzt sind wir doch nicht in die anderen Instanzen gegangen. Jetzt habe ich mein Wort nicht gehalten oder doch gehalten. Ach Mann, ich weiß doch auch immer noch nicht, ob uns da überhaupt was hinführt. Aber vielleicht haben wir ja hier in der Gegend mehr Glück. Dann muss ich ja doch nochmal wieder in die andere Richtung fliegen. Das ist natürlich doof. Irgendwann. Aber vielleicht beginne ich dann irgendwann den Stream direkt bei der Instanz. Braucht man wenigstens nicht während der Zeit hier dahin fliegen. Und Let's Play ist es mal hinterher egal. Das überspringe ich dann. Das schneide ich mal raus. Aber im Stream geht das halt nicht. So, bekommen wir jetzt eine Audienz. Wir waren ja auch hier, beziehungsweise wir haben hier unseren Gasthausplatz. Also immer wenn ich wieder zurückkomme, dann bin ich auch hier.
Willkommen im Würmruh-Tempel, Reisende. Hier konferieren die Drachenschwärme in Frieden miteinander inmitten der Knochen ihrer ehrwürdigen Vorfahren. Zumindest war es friedlich, bevor der blaue Drachenschwarm einen Überraschungsangriff auf den Tempel selbst startete. Tretet ein mit unserem Segen, seid jedoch gewahr, dass wir keine Aggression in unseren Mauern dulden. Ja, was kann ich für euch tun, Lernelfe? Ein Vorstellungsschreiben und Gesuch um ein Treffen mit der Königin? Zeigt einmal her. Was auch immer euer Anliegen auch sein mag, ich hoffe, es ist wichtig. Der Himmel wimmelt heute nur so von angreifenden Blauen. So, dann gehen wir ein bisschen näher an den Run hier an Tariolaraj, Wächter des Würmruh-Tempels. Der Drache in Elfengestalt nimmt euch das Vorstellungsschreiben ab, liest es sich kurz durch und steckt es in seinen Ärmel. Alles scheint in Ordnung zu sein. Wenn es euch jedoch nichts ausmacht, dann würde ich euch darum bitten, mit dem Abgesandten hier im Tempel zu sprechen. Sie hat noch eine Sache von großer Wichtigkeit, um die ihr euch kümmern solltet, bevor wir euch hoch zur Königin schicken können. Er klopft sich auf den Ärmel, indem er den Brief gesteckt hat. Ich werde ihn sicher aufbewahren, bis ihr zurück seid. Shorella ran. Ja, mega. Und ich hatte damals noch gesagt, müssen wir, also können wir hier nichts machen? Ist hier nichts los? Und jetzt ist hier doch. Jetzt doch. Gehe ich mal mit meiner Tierfamilie dahin. Ishnuala. Lauriel Warklinge, Botschafterin der Allianz. Ihr müsst Alexis sein. Man hat mir gesagt, dass ihr kommen würdet. Ich denke, dass ich hier eine Aufgabe habe, für die ihr ganz besonders gut geeignet seid. Nehmt euch ihrer an und ihr würdet in die hiesige Drachengemeinschaft aufgenommen werden. Wir brauchen eure Hilfe am Rubindrachenschrein. Die Drachen sind vom blauen Drachenschwarm und der Geißel umzingelt und werden von allen Seiten bedrängt. Ihnen geht es nicht besser als uns. Die Situation ist zwar ernst, doch sie bietet uns die seltene Gelegenheit, eine wertvolle Allianz aufzubauen. Ich habe ein Regiment angefordert, um den roten Drachenschrein gegen die Geißel zu unterstützen. Wenn ihr etwas Kampfeswillen in euch habt, dann geht bitte zu Kreserisch und helft ihm, so gut ihr nur könnt. Ihr findet ihn auf dem Gras... Gras. Auf dem Grat. Sorry. Östlich des Schreins. Seid vorsichtig. So. Ich habe mich verplappert. So, dann also wieder da lang. Jetzt fliege ich aber mal. Es dauert mir zu lange. Ich bin geehrt. So, Ciri Strasch. Botschafter Lauriel hat euch geschickt. Falls ihr wieder mit ihr sprechen solltet, dann lasst sie bitte wissen, dass wir ihre Unterstützung sehr schätzen. Wir kämpfen an zu vielen Fronten. Die Geißel hat den Schrein gestürmt. Die Bewahrerin des Schreins, Dahlia Sonnenhand, ist nicht aufzufinden. Die roten Würms, die bei der Verteidigung des Schreins fielen und nun die Gestalt pervertierter Skelettglutwürms angenommen haben, suchen uns nun heim. Die Situation ist ernst, Lernelfe. Hauptmann Iskandar führt eine Gruppe von Leuten wie euch an und versucht, den Zustrom der Geißel einzudämmen, der aus dem Schrein kommt. Unterstützt ihn, aber bleibt bitte hinter seinen Männern. Der Strom der Geißel ist endlos und ich möchte euch nicht in einer dieser zerklüfteten Schluchten verlieren. Streunt nicht zu weit in den Pass hinein, Alexis. Bleibt beim Hauptmann und seinen Leuten. Tod nützt ihr uns nichts. Ach ja. Alles halb so wild.